Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch eine weitere Folge LSPDFA. Zwei Dinge in eigener Sache, bevor es losgeht. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Ich lese eure Kommentare täglich. Sobald euer Kommentar mit einem Wunsch mehr als 5 Likes bekommt, werde ich eine Folge machen und euren Kommentar einblenden. Des Weiteren gibt es zurzeit coole Gewinnspiele auf meinem Discord-Server. Da gibt es Games zu gewinnen. Wer also um meinen Discord kommt, Link ist in der Videobeschreibung, gibt es den Channel Ankündigungen. Dort gibt es vom Gewinnspielbot eine Umfrage und ihr müsst mit so einer kleinen Tüte, so einer Partytüte, einfach reagieren und könnt daran teilnehmen. Das Ganze sind Steam Geese, die kann jeder einlösen, das heißt, es kann auch jeder mitmachen, gibt keine Altersbeschränkung, gar nichts. Einfach da sein, mitmachen und mit ein bisschen Glück dann ein Spiel gewinnen. Das Ganze mache ich aktuell wieder wöchentlich, deswegen freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut und mal Hallo sagt. Wie ihr schon vielleicht sehen könnt, sind wir unterwegs mit einem BMW der Polizei in Nürnberg, also Bayern. Mein Outfit auch, typisch bayerisch, schöne Mütze, schönes Hemd und meine Leuchtweste, habe ich mir mal gegönnt. Man muss natürlich sagen, diese BMWs, na, die finde ich schon wirklich sehr, sehr stark. Die Dinger sehen einfach richtig nice aus. Bin großer Fan von BMW, also muss man wirklich sagen, hat sich über die Jahre entwickelt, auch ganz besonders im Modding-Bereich, habe ich das erst schätzen gelernt. Das sind schon sehr, sehr schöne Fahrzeuge. Wir fahren mal raus. Fahrzeug ist im Übrigen auch ziemlich zackig unterwegs. Das bedeutet, wir werden hier auf jeden Fall, falls wir in der Verfolgungsjagd haben werden, nicht so alt aussehen wie in der letzten Folge mit dem UAZ, den ich da gefahren bin. Die Folge habt euch auch gut gefallen, deswegen erstmal vielen Dank für die ganzen Kommentare und Likes. Okay. Im Mount Chiliad. Okay, das ist eine längere Reise. Der läuft einfach hier direkt über die Straße vor mir. Suspect on the run. Attempting looting of a pedestrian. Das bedeutet. Ich meine, nennen wir das Looting? Ist es nicht eher Robbing? Oh, der ist aber auch schnell unterwegs hier. Aber gut, schnell sind wir heute auch unterwegs. Attempted looting. Vorsicht hier. Oh, ich liebe auch, dass meine Hupe wieder normal funktioniert. Grüße gehen raus an Neuland Internet, der das Ganze geupdatet hat. Wer auch die Sirenen-Sounds oder die Hupe von Neuland benutzt, könnt ihr euch runterladen, das Update. Gibt's auf GTA Mods. Wer jetzt nicht weiß, wo der Link ist, könnt ihr gerne, wie gesagt, auf meinem Discord bekommen. Falls ihr Fragen habt, gibt's einen Channel, der ist GTA Talk. Da könnt ihr eure Fragen stellen. Wichtig ist, wenn ihr da was reinschreibt, bitte immer so gut wie möglich beschreiben, was ihr getan habt oder wobei ihr Hilfe braucht. Wenn ihr Fahrzeuge installiert oder so, bitte auch immer das Fahrzeug, den Link dazu mit reinpacken. Dann können wir euch helfen. So, wir rasen also jetzt mal über den Highway. Und apropos Rasen, ich würde sagen, das schreit schon fast nach einer anderen Sirene. Nein, das wollte ich nicht machen. Nach meinem Controller. Damit, wow, lässt, oh Alter, lässt sich es einfach besser steuern. Nein, oh Gott, ich voll Idiot. Nein, 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 ich sterbe. Oh, mein Auto, ich bin so ein Trottel. Ah, da fahre ich mit dem Controller. Ich wollte euch nur die Ansicht ändern. Entschuldigung, die Hand, Entschuldigung, sorry, hallo. Tschüss, hat keiner gesehen. Lalalala. Ja, sacre die, bin aus dem Auto gefallen, habe ich mir da hochgeschnallt. Ja gut, diese Taste sollte ich nicht mehr drücken. Aber zum Glück gibt es ja diese Wasserbahn. Oh, hat schon ein bisschen gelitten. Hat schon ein bisschen gelitten. Nein, so will ich nicht weiterfahren. Dann machen wir den Instant Repair. Ja, das ist natürlich wieder typische Ralle. Fährt los und fährt erstmal. Fällt aus dem Auto. Naja, absolut Zufall. Ja, ich fahre dann jetzt auch mal hier die Ausfahrt raus und fahre die Ausfahrt wieder runter. Mache ich aus dem einfachen Grund, weil der Verkehr natürlich auf dem Highway gerade sehr. Wow, da ist ganz schön viel los. So, ich drücke jetzt mal eine andere Taste. Achtung. Ah, okay, das ist die Pistole. Jetzt traue ich mich keine Taste mehr zu drücken. Ich wollte eigentlich nur die Ansicht ändern auf Verfolgungsjagd. Ja gut, die ist auch in Ordnung, die Innenansicht. Aber gut. Man kann nicht alles haben, Leute, man kann nicht alles haben. Bis ich da oben angekommen bin, ist wahrscheinlich die Person schon wieder geflüchtet. Ich hoffe mal nicht. Aber, oh, wilde Ausweichmanöver hier von der Person vor mir. Aber gut. Wir sind ja trainiert in sowas. Wir wissen ja, wie es auf den Straßen von Los Santos zugeht. Und wenn die mal da so links, rechts so hin und her schwanken, ist noch lange kein Grund für uns anzuhalten. Wir geben weiter Gas. Wir übrigens apropos Gas geben. 180, ohne Probleme, oder? Da sind wir gerade unterwegs. 240. Boah! Okay, hätte ich mal nicht auf den Tacho gucken sollen. Zu unserem Einsatz. Boah, zurück. Boah, hört auf, ey. Okay, ich fahre lieber hier rechts auf dem Standstreifen. Darf ich auch als Polizist, oder? Mit Sonderrechten darf man doch rechts auf dem Standstreifen fahren.
Stellt euch mal vor, wie geil es auch wäre, wird es Personen geben, die hier rechts stehen würden und einen Autounfall hätten. Wäre auch ein ganz geiles Skript. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt für GTA. Und wir fahren mal weiter mit jetzt fast 200. Da muss ich richtig in die Eisen gehen, dass ich nämlich ins Heck rase. So. Bis jetzt verhalten sich aber die anderen Verkehrsteilnehmer noch recht gut, sodass ich hier gut durchkomme. Boah, der Motorradfahrer muss unbedingt aufpassen. Das wäre der erste Tote in der Aufnahme, wäre dann nochmal ein Stück weiter nach links gefahren. Das wollen wir natürlich absolut vermeiden. Jetzt wird's lustig. Guck mal, ein LKW überholt auf der linken Spur. Typisch, ey. Erstmal angehobt. Oh ja, und der kleine Wagen bleibt einfach links stehen. Und jetzt langsam, langsam, langsam diese Doppelkurve hier. Ja, haben wir gut im Griff. Also mit dem Controller fahre ich auf jeden Fall besser. Und wir sind dann auch am Einsatzort angekommen. Da vorne, das müsste der Laden sein. So. Da steht schon so eine Person ziemlich verloren in der Gegend rum. Schönen guten Tag, der Herr Officer. Ich heiße Walter Wixen. Natürlich, mein Name hat sich nicht geändert. Hier, was ist hier los? Erzählen Sie mal. Haben Sie angerufen, frage ich die Person gerade. Und sagt er, ja, ich bin der Anrufer. Und was ist hier passiert? Eine Person ist auf ihn zugelaufen und wollte seinen Geldbeutel klauen. Und er hat aber gekämpft, hat er gesagt, und hat dann 911 gerufen. Und die Person ist einfach abgehauen, weil er Panik bekommen hat. Und wie sah denn die Person aus und womit ist er denn weggefahren? Hat er eine Waffe dabei, frage ich ihn. Ich habe auf jeden Fall ein Kennzeichen und er hat ein Foto gemacht. Das Vehikel war 0x276D98A3. Okay, cool. Weiß ich natürlich sofort, was es ist. License Plate haben wir und mit einer Waffe hat er nichts gesehen. Okay, vielen... Ja, Sie können auch an mir vorbeigehen, Herr. Sie müssen jetzt hier nicht so nah. Also ich weiß, ich bin ja eine sehr... Ja, Herr Wixen. Hallo? Ja. Okay. Unglaublich. Also... Der hatte einfach ein bisschen Bock. Ich aber nicht, deswegen weiter geht's. Wir drehen um. Fahren ein bisschen Offroad, da aber langsam. Haben jetzt eine Verfolgungsjagd. Und ab geht die wilde Fahrt. Wir haben auf jeden Fall Fahrzeugdetails von ihm bekommen. Das bedeutet, wir wissen, was das für ein Fahrzeug ist. Dieses 0XD358, keine Ahnung. Ich muss sagen, die Vehicle-Codes von GTA kenne ich leider nicht auswendig. Oh nein, wir haben ihn verloren. Ist auch ganz schön ein Stück weg. Also ich muss schon sagen, die Fahrt hierher hat mich auf jeden Fall viel Zeit gekostet. Wir schauen mal kurz auf die Karte. Der ist mir entgegen... Oh no, der ist in die Stadt gefahren. Holy shit, das ist ein langer Weg. Da unten ist aber ein Helikopter, so wie es aussieht. Seht ihr das? Oder ist das... Ah ne, da haben wir das Fahrzeug verloren das letzte Mal. Was, tot? Warum ist denn da was tot? Okay, ich fahre da mal hin. Die Rückfahrt ersparen wir uns. Magic Cut. Wir haben Glück, Leute. Wir haben richtig Glück. Ich habe das Fahrzeug doch noch gefunden. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Aber der ist hier vor uns. Und fährt auch echt nicht langsam, muss ich sagen. Da vorne das blaue Fahrzeug ist es. Hat einen Unfall gebaut. Okay, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Hol gleich Unterstützung dazu. Ist ein kleiner Sportwagen. Ich versuche ihn mal zu signalisieren, dass er anhalten soll. Das interessiert ihn aber nicht die Bohne. Wir haben eine Verfolgung. Ich rufe einen lokalen Polizeihelikopter dazu. Er fährt gegen die Wand. Ich versuche den mal da einzusperren. Raus aus dem Fahrzeug daher. Sofort raus aus dem Fahrzeug. Runter auf den Boden, runter auf den Boden, runter auf den Boden. Hände hoch, runter auf den Boden. Schön langsam, schön auf die Knie. So ist gut. Sehr gut. Okay, die Person nehme ich jetzt erstmal fest. Sie sind erstmal völlig festgenommen wegen Fahrerflucht und versuchtem Raub in so einem Auto. Und dann versuchter Raub. Sie bleiben hier mal ganz entspannt stehen, bitte. Ich tue mal mein Fahrzeug auf die Seite fahren. Der Helikopter ist auch schon wieder weg. Weil somit, wenn ich hier so stehen bleibe, gibt es nur Stress im Straßenverkehr. Den versuche ich gleich mal zu vermeiden, indem ich einfach auf die Seite fahre. Okay. Das war natürlich abgefahren so. So, einmal die Personalien von Ihnen bitte. Hanna Camores. Die Hanna, ey. Hanna, ey. Ich meine, man muss dazu sagen, dass Hanna wirklich so aussieht, als könnte sie Geld brauchen. Aber dann die Karre? Ich bezweifle, dass sie ihr gehört.
Wir überprüfen natürlich auch gleich mal das Fahrzeug. Ich gehe davon aus, dass es gestohlen ist. Das passt überhaupt nicht zu der Frau. Gehörte Dusty Fischer. Ist aber das Modell, seht ihr das? 0x27, das ist wieder genau das Fahrzeug, was wir vorhin auch in der Durchsage bekommen haben. Da ist er. Halter ist der Herr hier, der Dusty. Okay, den suche ich aber nicht, aber die Hanna, was ist der hier? Delikte blockieren, eine Einfahrt zu lautes Singen. Okay, dann eine Straftat hinzufügen, Straßenverkehr. Rücksichtsloses Fahren, definitiv. Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr, so wie sie gefahren ist. Fremdes Eigentum, Diebstahl. Ja, muss ich zwar noch überprüfen, kriegt sie aber trotzdem mal aufgebrummt. Und wir hatten noch eine Sache. Das hier, zack. Die kriegt ordentlich was aufgebrummt. Da, seht ihr, auf jeden Fall genug, um mal einzufahren, würde ich sagen. Ich durchsuche die Dame auf jeden Fall nochmal kurz. Was denn da so... Was sie an dem Körper hat, was sie so bei sich hat. Bitte stehen Sie ruhig und ja, bleiben Sie locker. Ja, gehen Sie schnell vorbei. Ein Strafzettel hat sie auch noch. Leitfaden. Wie empfange ich Westfernsehen? Okay, wild. Die Dame, sie sind erstmal vorläufig festgenommen. Sie hat einen Waffenschein dabei. Aufgrund der Tatsache, dass sie des Raubes und des Überfalls bezichtigt wurden. Und wir glauben auch, dass das Fahrzeug, das sie führen, nicht ihnen gehört. So, Entschuldigung, der Herr, dass ich auf der Straße stehe, aber Sie sehen ja, habe den Einsatz. Das Fahrzeug werde ich auch abschleppen lassen, wobei ich das... Oh, guckt euch mal das Fahrzeug an, das ist auch richtig beschädigt. Ich werde das Fahrzeug auch durchsuchen, nicht, dass das Diebes gut... Was macht er denn da hinten? Leider hat das Game gerade einen Pool-Size-Error geschmissen. Eine Sache, die wirklich selten passiert. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken, aber... Ich denke, wir haben nicht viel verpasst, als wir der Dame ihr Fahrzeug gesucht haben. Wir haben sie schon festgenommen. Am Körper hatte sie nichts und den Geldbeutel werden wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr finden. Den hat sie bestimmt aus dem Fenster geschmissen oder so. Wir drehen nochmal eine Runde. Wie gesagt, immer noch in einem schönen BMW. Und schauen mal, vielleicht finden wir noch irgendwelche Sachen, die uns so auf der Straße auffallen. Vielleicht können wir auch eine Person untersuchen oder vielleicht macht irgendwer irgendeinen Mist. Aber aktuell scheint es ja nicht sehr ruhig zu sein, was ja auch erstmal ganz okay ist. Soll mir auch recht sein. Wir fahren wieder los. Übrigens, Sonne geht langsam unter. Dämmerung. Auch ein sehr schönes Setting, muss ich sagen. Hier in GTA. Oh, ich hasse rote Ampeln. Okay, wir fahren weiter. Vielleicht darf ich hier rechts abbiegen. Ich weiß es schon gar nicht. Ich mache das immer nur, weil ich mal keinen Bock habe zu warten. So, der Herr, bitte gehen Sie doch weiter. Aber wir sehen gar nicht. So, in Strawberry haben wir einen Einsatz. Es gibt jemanden, der Stress macht an der U-Bahn-Station. Oder Metro-Station, nicht um die U-Bahn. Ah, macht da noch jemand Stress im Straßenverkehr? Die Dame hat es mich jetzt gesehen, ja, sehr gut. Und weiter geht die wilde Fahrt. Mit der Karre zu fahren macht schon aber auch Laune, also schönes Fahrzeug. Wer wissen möchte, wo ich meine Fahrzeuge her habe, die sind alle von Neuland. Und der hat eben... für die Fahrzeuge spezielle Packs gemacht, ELS-Settings, Skins und so weiter und die darf ich von ihm benutzen. Wer also Bock hat, auch mehr von Neuland zu sehen, den Kanal findet ihr... Wo findet ihr den Kanal denn? Im Internet! Ihr müsst bei Google einfach mal Neuland Internet eingeben. Bei Google ist er schon, bei YouTube. Was ist denn hier los? Warum stehst du mit auf der Kreuzung? Bei YouTube und Neuland Internet eingeben, am besten noch GTA 5 dazu, weil sonst findet ihr von der Angela Merkel irgend so ein komisches Video. Das brauchen wir nicht. Und dann könnt ihr da mal vorbeigucken. So, ich gehe mal davon aus, dass es oben ist. Ich habe hier einen Taser dabei. Nein, ich habe nur eine Pistole. Ja, die Tür machen wir zu. Wir wollen ja nicht, dass unser Fahrzeug geklaut wird. Klack. Und dann joggen wir da mal hoch. Mal gucken, ob ich die Person schon... Ah, sieh da. Hallo, hallo. Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Nein, 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 nein. Ganz ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Hallo, der Herr, bitte, bitte. Bleiben Sie locker, bleiben Sie locker. Hey. Ich muss ihn sonst ins Knie schießen. Ich habe keinen Taser dabei. Ich hab's ihnen gesagt. Bleiben Sie locker. Nein, 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 daher gehen Sie sofort weg. Noch ein Knieschuss. Okay, ich brauche Unterstützung, Leute. Okay, lassen Sie mich in Ruhe. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich bloß in Ruhe. Okay, da scheinen noch mehr Leute aggro auf mich zu sein. Ich muss mich mal verstecken.
Okay, Shots feiert, Leute, Shots feiert. Okay, krass. Widerstand ist zwecklos. Okay. Da sind da vorne noch zwei so Gangbanger, ey. Was ist denn hier los? Jungs, helft mir. Headshot. Let's go. Einer ist noch da, der will rennen, ne? Nice! Was ein Schuss vom Ralle, ey. Let's go. Wie ihr sehen könnt, erstmal die Kohle einsammeln. Habe ich auch hier für die deutsche Version jetzt die Killcam installiert. Ich finde, das Skript ist sehr nice. So, erstmal die Waffe eingesammelt von der Person hier. Und da drüben, der hat ja, glaube ich, auch eine. Auf jeden Fall mal beide Waffen mitnehmen. So, und da fackeln wir nicht lange rum. Da gibt es ein Gerichts... Nein, 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 nein! Ich wollte einen Gerichtsmediziner rufen. Jetzt versuche ich ihn wiederzubeleben. Ich habe den gerade erschossen. Okay. Öfters mal was Neues. Ja, erstmal auch nicht hinlegen. Na, wie geht's Ihnen so? Atmen Sie noch, nachdem ich Ihnen ein paar Kugeln in den Körper gejagt habe. Alle auf die Seite. Ich muss meine Kugel wieder rausholen. Wenn er jetzt aufsteht, muss ich ihn leider wieder auch. Ach, fehlgeschlagen. Hab ich ein Pech, ey. Komm, jetzt steh auf, Ralle. Das war doch sowieso von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wie kommst du auf die Idee, dass du jemanden, den du erschossen hast, wiederbeleben kannst, ey? So, Gerichtsmedizin. Die Kollegen, die ich gerufen habe, müssen ja auch irgendwo rumhängen. Ich denke mal, dass die bei der Leiche da vorne sind. So, und weil es ihr so nett ist, weil ihr mir gesagt habt, wie es geht, werde ich mal eine Evidence-Box mal abchecken. Und zwar Beweismittel prüfen. Keine Ver- Also warte mal. Ich habe ja hier Waffen prüfen. Das ist es. So, und zwar habe ich zwei Pistolen dabei. Wir überprüfen mal die erste, die ich gefunden habe. Alexander John und die zweite Waffe mit der Seriennummer S48 mal überprüfen. Auch gültig. Also die Waffen sind auf jeden Fall registriert. Ich habe jetzt aber keine Personalien von den Leuten. Komisch, dass die legale Waffen dabei hatten. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, meine Damen und Herren, wir räumen dann einfach mal hier auf. War ein wilder Einsatz. Die Gerichtsmediziner müsste jetzt auch irgendwo sein. Achso, die stehen wahrscheinlich wieder über mir. Typisch hier für diesen Ort. Bedanke mich auf jeden Fall. Ah ne, da sind sie ja. Super, haben sie es doch geschafft. Bedanke mich fürs Zugucken. Denkt bitte dran, wenn es euch gefallen hat, ein Like. Dann gibt es die Option zum Abonnieren. Würde mich sehr freuen. Wir knacken nämlich bald die 121.000 Abonnenten. Und die Glocke, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bedanke mich und denkt dran, Gewinnspiele bei mir auf dem Discord. Ja, Kollege, ne? Der läuft hier noch ein bisschen rum. Und ich werde jetzt mal mit der S-Bahn nach Hause fahren. Macht's gut, ich bin draußen. Ciao, ciao. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.